Auch schon gebannt. Kopangu ist mit dem First Pick Asia rausgekommen. Jetzt bitte lasst einfach Draven offen. Tut es. Und seht, was euch passiert. Oh, jawoll! Und zwei ADs sind rausgebannt. Zwei ADs? Warum bannt man Callister? Also, wenn man Callister und Sivir. Ja, wenn man Callister und Sivir rausbannt und gegen Freeze Draven offen lässt, dann will man ihn hier unglaublich in den Draven-Pick reinbaiten und dann vielleicht so eine Javan-irgendwas-Kombo spielen, aber. Erstmal der Alistar. Alistar ist für mich ein bisschen wichtiger eigentlich als, keine Ahnung. Obwohl. Callister und Sivir sind auch nicht schön. Alistar ist also geschnappt. Corki als Antwort direkt blind. Draven hat eigentlich ein relativ leichtes gegen Corki. Wobei Alistar nicht der beste Support für Draven ist, zumindest auf der Lane. Aber dafür jetzt Origin mit dem Echo-Pick. Copenhagen Wolves. Das wär's natürlich. Young Buck hat ja heute sein letztes Spiel für die Copenhagen Wolves. Oh, und sofort eingeloggt. Absolut nachvollziehbar. Mit der Lulu wahrscheinlich auf der Top-Lane. Gefällt mir gut. Schon mal sehr viel Protection hier. Und Protect the Draven. Protect the Draven, ja. Kann gut funktionieren, gerade weil Origin bisher ein sehr, sehr squishy und CC-loses Lineup hat. Gut, mit Renekton würde sich das ein bisschen ändern. Gragas ist auch unschön für Draven. Ja, ich glaube, man muss jetzt auf jeden Fall irgendwas nehmen, um da noch den Draven tatsächlich unter Druck zu setzen. Weil Protect the AD-Carry-Kombos kontert man entweder damit, dass man selbst für so ein Peel-Kombo geht oder dass man halt Hard Engage in irgendeiner Art und Weise nimmt, um den halt trotzdem Platz zu machen. Wobei Draven da ja auch nochmal eine extra Klasse ist. Meistens spielt man ja Protect the AD mit Jinx oder Kog'Maw, die halt unglaublich viel Range haben und Draven hat das nicht. Also, ja, bin ich ja gespannt. Außer mit seiner Ulti. Da hat er ja, gut, klar. Mensch, aber wem sag ich das? Zweitbester Draven oder bester Draven-Spieler. Kann in diesem Studio. In diesem Studio. Zweitbester in diesem Studio. Sehr schön. Wir haben die Jenna gepickt. Maxim ist ja noch ein bisschen stärker als ich. Und natürlich müssen wir jetzt noch ein bisschen schauen. Vielleicht ist der Draven wirklich zu früh gepickt worden. Ich sehe jetzt nicht so wirklich die Falle. Aber man hätte ihn jetzt auch, also auch wenn die ihn nicht in der ersten oder zweiten Rotation picken, weiß jeder, dass sie ihn spielen werden. Also es gibt auch, es gibt halt einfach Kunden für den Bann. Jetzt einen Rengar dazu zu nehmen mit einer Orianna finde ich ganz nett, weil die Kombination natürlich nett ist. Aber es ist ein Rek'Sai wäre noch offen gewesen. Ja, ja. Da ist man anscheinend überzeugt. Die Rengar-Orianna-Kombo ist natürlich cool, ne? Das sollte man nicht vernachlässigen. Das ist echt eine schicke Kombination, gerade weil man jetzt eh so ein... So, also der Rengar... Also du hast halt ein Lineup, was darin gut ist, den AD-Carry zu beschützen und prinzipiell wahrscheinlich eher ihn vorne stehen lassen wird, um ihn zu verteidigen. Und dann hast du halt noch einen Rengar, der irgendwie was anderes tut. Ja, ist natürlich die Frage, was wird Origin jetzt für einen Midlaner nehmen? Generell sieht das von Copenhagen Wolves gar nicht mehr so schlecht aus, gefühlt. Origin, naja, Corki Jenna betrachtet man häufig ein bisschen skeptisch. Und dann noch ein Varus dazu. Ist das die Antwort, Sola? Haben wir hier die Poke-Kompo? Also Corki Jenna ist auch eine sehr, sehr starke Lane. Du hast unglaubliches Poke-Potenzial. Und mit Jenna kannst du den Poke von Draven so ein bisschen negieren. Aber er punisht Draven, also Janna pickt, punisht Draven im Teamfight überhaupt nicht. Und auch der Varus-Pick finde ich eigentlich sehr, sehr lasch, was das Countdown von Draven angeht. Also Copenhagen Wolves hier mit dem Rengar zwar sehr, sehr interessant, aber ansonsten hat der Draven hier, wenn er gut ins Spiel kommt, alle Möglichkeiten, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Und da reibt er sich auch schon die Hände, also der freut sich. So, dann Johnny, muss man sich jetzt nochmal Gedanken machen um Origin oder klappt das? Es sieht ja extrem Poke-lastig aus, was sie da haben. Also sie haben sich auf jeden Fall, finde ich, ein bisschen selber schwer gemacht, weil, okay, du kannst sagen, du lässt Draven offen und dann wirst du, da hast du dagegen Plan und Origin sind immer welche, die eher so Target-Buns auch dabei haben, also das macht schon Sinn, also die haben einen Plan in der Pick-und-Bun-Phase, aber ist einfach schwer und für mich sieht ein Draven-Counter-Team anders aus als das, sie vertrauen vielleicht einfach in ihren eigenen Stärken, wir sehen öfter Zeit Double-AD mit Jenna und ja, ich glaube, sie machen es immer noch. Ja, und das schauen wir uns natürlich jetzt gleich an. Im nächsten Spiel sind wir ganz besonders stolz, hier den zweitbesten Draven-Spieler im Raum am Kommentator-Pult zu haben, zusammen mit Maxim. Yay! Yeah. Naja, bin gespannt, wie das Ganze werden wird. Draven natürlich immer wieder ein Fest, vor allem immer wieder ein Bibbon. Ja. Hat er eine Passive oder hat er keine Passive? Das ist immer die Frage. Ja. Das zeigt sich dann, wenn die Assists gesammelt aber werden. Aber er hat wenig Gefahr eigentlich gegen die Combo von Origin irgendwie im Early Game zu sterben. Also. Aber bester Varus-Skin. Das stimmt, der Varus ist natürlich vor allem passend zu X-Packe, ne? Oh, oha. Also, ja. Sick Move. Gut, Leute, und wir gehen ins Game! Jetzt. X-Bit hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Quasi
und versucht da zu countern. Naja, Draven ist im Spiel. Bin gespannt, wie er sich macht. Du hast ja gesagt, mit Alistar ist er nicht so krass. Also auf der Lane ist er okay mit Alistar. Gibt aber bessere Kombos. Dafür im Teamfeld brutal. Der Peel ist einfach nur richtig schön. Also gegen eine Janna hast du sowieso wenig Möglichkeiten, die Lane zu gewinnen. Wenn eine Janna die Lane nicht verlieren will, dann verliert sie sie auch nicht. Im Sinne von, man fällt vielleicht ein paar CS nach hinten, aber sterben tut man eigentlich nicht mit einer guten Janna. Wenn eine Janna also die Lane nicht verlieren will, dann verliert sie nicht. Dann verliert sie die auch nicht. Oha, einiges an Rosen hier verteilt. Dieser Skin ist natürlich wirklich. Ich finde es interessant, dass er den E auf Level 1 killt, nicht den Q. Haben wir schon übel oft gesehen. Ich finde mit dem Q hast du viel besseren Wave Clear. Kannst ja einmal durch alle 6 Minions durchschießen und die ein Drittel Leben abziehen. Aber du bist auch gegen Jungler ein bisschen geschützter. Ja, gut, aber Level 1. Level 1 Gank. Das ist brutal. Level 1 Gank bei Rengar. Der ist tödlich. Der ist tödlich. Mit W. W. Boah! Ich finde, der W sollte 4. Oh ja. 3 Sekunden. Ja, 3 Sekunden. Und Empowered 5. Oder ist ein Taunt. Für 3 Sekunden. Hammer Taunt. Ja. Du kannst ihn in den Nexus ziehen. Ja. So, na gut. SOS, Lane swapped. Mithy, nun also da oben anzusiedeln. Wie macht sich denn eine Janna am Laneswap? Janna am Laneswap ist okay. Du kannst den Tower relativ gediegen pushen, weil du eben extra AD kriegst für den AD Carry. Aber du hast nicht wirklich viel Dive-Potenzial, weil du keinen Schaden an sich hast auf einer Janna und auch wenig HCC, also gar kein HCC quasi bis auf den Knockup. Also defensiv hast du ziemlich viel. Defensiv ist Janna super. Vor allem, wenn es darum geht, mit dem Solo-Laner im 2 gegen 2 quasi zu bestehen. Aber rein für dieses 4 gegen 0 pushen ist Janna nicht so optimal. Da hat man schon mal den Grump verteidigt. Ja, Langback und Schuck müssen sie euch ansehen. Also Mithy, sieht mal so aus, als wenn die so eine Taucherbrille hat. Die gute Janna taucht da hinterher. War nicht schlecht. Ja, man hat jetzt vor allem auch Schuck schon mal sehr stark verzögert. Also der Grump nicht gemacht, dafür Amazing bereits jetzt Level 2 durch die Wölfe. Das ist viel Stärke, die jetzt hier verloren geht. Schuck wird hier auch einiges an Schaden kriegen und mit Rengar willst du ja quasi bis Level 6 einfach nur farmen und dann mit der Ult gängen, so ähnlich wie Warwick. Und dieses Level 6 wird er jetzt mal einige später erreichen. Ja, was natürlich im aktuellen Meta nicht so der Dauer ist. Mich interessiert, wie viel AD hat er? Er hat 69 AD, ist das richtig? Ja. Also hat er auch Armor Penrun, gefällt mir sehr gut. Wird dann wahrscheinlich den BT, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, du kannst entweder BT Yumus Last Whisper gehen oder wenn du nicht so reich bist, einfach BT Last Whisper. Super kosteneffizient, macht viel Schaden und du bist safe, aber ich denke, es wird BT Yumus Last Whisper werden. Oder BT, BT, BT. Das war in Season 3 OP. Also es war wirklich OP. Auto-Tag, da hat dann so eine Axt schon mal. Ja. Crit 1000. 1000 Leben zurück. Jetzt einfach, oh, der ist gleich tot, ne. Echo Ult. Naja, jetzt sehen wir schon. Der Top-Lane-Turm wird jetzt hier von Kopenhagen Wolves in Beschlag genommen. Auf der anderen Seite wurden ja, wie gesagt, Schuck und Youngbug stark verlangsamt. Das ist noch lange nicht. Und weshalb die Vasallenwelle, die so groß ist, überhaupt nicht genutzt werden kann. Das ist ja der große Vorteil. Du nimmst einfach diesen Haufen Vasallen. Das waren 2 CS, die er da genutzt hat. Ah, ärgerlich. Mit Draven ist es aber auch nicht so einfach. Ja, der hat wenig AD auch im Early Game. Das ist das Problem. Da machst du keinen Schaden an den Minions. Du kommst halt wirklich übers E. Über ein W. Ja. Hört über eine Text, über die Masse an Autotext. Ja. Hast du mal die Masse an Autotext gesehen? Masse? Es ist CC im Haus. Naja, hier sehen wir schon. Na, bei Origin nicht. Bei Origin, naja. Ein bisschen. Defensiv viel. Man muss halt immer schauen, wozu will man das einsetzen. Und wir sehen schon, der Turm wird aber trotzdem hier zügig fallen. Draven macht es anscheinend möglich. Ja, er hat halt den erhöhten Attack wie durch den W. Rengar auch mit dem Q da sehr, sehr gut dabei. Aber auch Origin kann sich diesen Turm in dieser Sekunde schnappen. Kommt man gewusst, will dann nochmal. Ah ne, das holen sie sich auch, also damit komplett gleich. Origin leichte CS-Vorteile, deswegen ein bisschen mehr Gold. Aber alles sehr, sehr verhalten. Jetzt aber Soren hier eventuell angegangen. Mithy nur Level 2, das ist super. Obwohl Soren hat kein Mana und nicht mehr volles Leben. Also wenn und? Der eh hier sitzt, dann ist das safe. Aber okay, sie ziehen sich anscheinend zurück. Es ist okay. Okay, dann nicht. Also das Ding ist ja, es wären vor allem Knockbacks gewesen. Sowohl von Janna als auch von dem dicken Gragas. Damit natürlich auch keine Möglichkeit ist, irgendwie zu cleansen, also mit den Läutern zu negieren oder zu entfernen gar. Naja, man will nichts riskieren, man will auch nicht, wie gesagt, zu viele Flashes benutzen, weil Youngbug könnte auch jederzeit dazu teleportieren. Und er ist zwar nur Level 2, aber das reicht, um einfach nur vielleicht da den Kill sich zu gönnen. Expecte macht das aber hier nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, dass die Animation ganz schön schnell ist bei dem Harnsieger. Also die Pfeile kamen jetzt wirklich gut schnell runter. Was natürlich nicht sein darf, ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen. Das täuscht vielleicht ein bisschen. Herzen sind schneller als Pfeile. Ja. Die Liebe.
ist immer schneller. Kennt keine Geschwindigkeitsgrenzen. Außer wenn die Polizei kommt. Die, what? Alter. Dann geht's trotzdem knapp. Geht schon wieder los. Nein, es ist noch nicht mal um 10. Naja, Young Buck bemüht sich ordentlich auf der Botlane zu farmen, weil es nicht einfach ist, denn Pixie hilft manchmal und manchmal bringt sie. Oder lass ich aber jeden CS gesehen. Da kann sich Freeze wirklich ein Beispiel nehmen. Ja, ist aber trotzdem noch so, ist da insgesamt unterlegen. Freeze, wie gesagt, ja, eine andere Mechanik. Er braucht die Kills, er muss seine Stacks abbauen, sonst ist seine Passive völlig nutzlos. Also, wenn man es halt mit einem TF-Vergleich, wo jeder Lasted ein Bonus ist, ist es bei Drake ein bisschen anders. Der muss noch was dafür tun. Syrin hier wirklich stark unter Druck gesetzt. Muss jetzt in die Basis gehen, ist bereits jetzt 10 CS hinten. Also Xpecke macht hier wirklich einen richtig guten Job und da merkt man wirklich die Stärke eines Varus auch schon im Early Game. Syrin stattet sich auch mit der Trainer aus, sehr interessant. Das sehen wir auch nicht so häufig auf einer Orianna. Entweder das Themes oder eben gegen AD Lena, das Morellos hier, aber wirklich die sehr, sehr passive und dafür Mana-intensivste Variante genommen. Wir haben das bei Power of Evil gesehen, dass man da Träne hat und dann sehr, sehr schnell den Stab der Erzengel besitzt. Also wirklich 17 Minuten und ich glaube, oh ja, steckst du das brutal schnell, ne? Ja, aber er hat ja das Buch dazwischen gepackt. Das Buch ist okay, weil er die AP braucht, aber ich glaube, ich hätte sogar Schuhe genommen einfach. Wenn einfach du wirklich um auch dem Varus besser ausweichen zu können. No. Schuck nun Level 4, kann nichts machen, er ist Rengar. Das heißt, er sollte da versuchen weiterzufahren, weil hier oben noch was. Also wäre natürlich klasse, wenn man hier was bekommt. Aber es ist halt, wie gesagt, auch nicht einfach als Rengar, weil dir halt ohne die Ultimate die harte Eröffnung fehlt. Ja. Und dann Limit, ja, es zieht sich zurück. Ja, also, wenn, also die haben sowohl Amazing als auch Shook mit super viel Zeit. Einfach also wenn Shook es schafft, Level 6 zu werden, bevor Mythy hier Level 6 ist, dann sehe ich da eine realistische Killchance auf der Duo-Lane. Aber ansonsten ist da eine Janna und eine Corki einfach viel zu sicher. Und versucht es trotzdem, auch ohne Level 6. Hat seine 5 Stacks, also der Snare könnte sitzen. Vielleicht auch Flash-Q von. Also, wenn der Flash-Q von Unlimited sitzt, dann ist das hier ein Safe-Kill. Aber Nils und Mythy hier sehr, sehr vorsichtig. Machen das ganz gut. Wieder Zeit, die Shook verloren hat und die Amazing im Farm investieren konnte. Amazing wird, denke ich, noch ein Camp benötigen, um Level 5 zu erreichen. Ist damit natürlich auch massiv im Vorteil, denn Krabbe gibt halt nicht so viel Erfahrung. Schon wieder hier. Xpecke schon Level 7. Jetzt wird es aber gefährlich. Unlimited ist zur Stelle 4. Mann, Gang, die Schockwelle selbst gecountert, ist aber Flash egal. Flash von Young Buck einfach noch. Für den Stil. Oder? Sehr gut, Young Buck. Lulu muss man ins Game bekommen. Ja. Aber das war natürlich hart. Der Xpecke-Fokus auf jeden Fall over 9000. Er hat von immer noch geklänzt. Ich bin mir gar nicht sicher. Er kann ja gar nichts cleansen von der Kombination von Ulf. Da gehofft. Young Buck hat noch seine Ultimate. Ne, er hat keine Ultimate. Er ist das Level 5. Das heißt, er und hat ihn schon geflasht gerade für den Kill. Lange der auch gestunt ist, kann er gar nichts machen. Mit Flash wäre er hier ohne Probleme weggekommen. So, aber Kill für sowas. Und wir haben in Spiel 1 gesehen, wie schnell ein Echo außer Kontrolle geraten kann. 15 Farm jetzt hier knapp vor Echo. Vor Young Buck. Und eben ein Kill. Das ist unschön. Ich bin gespannt. Original ist auch wieder komplett im Jungle von wie Shook hier seinen Rengar reinbekommen will. Er hat auch das Blasting Smite genommen, das bedeutet, er wird noch schneller durch den Jungle kommen. Rengar ist eigentlich ganz okay von der Speed, je nachdem wie du maximierungstechnisch vorgehst, aber er geht hier auf den Schaden, den Q. Ich bin gespannt, ob er auf Tank-Rengar geht oder auf Damage-Rengar. Er wird, denke ich, Warrior bauen und danach Tanky. Oder er ist halt total crazy in Solo-Q. Was gegen Varus sogar funktionieren könnte. Also ich glaube, wenn er Full Damage geht, Varus one-shottet und dann selbst stirbt. Ich glaube, dann hat er trotzdem seinen Job getan, weil Origins Lineup ohne Varus wird bröckeln. Ja, na, man muss halt schauen, wie so es sich hier noch weitermacht. Also ein Echo bestraft dann trotzdem diesen Fokus, weil normalerweise hat Xpecke seinen Job schon gemacht, bevor er gewone-shottet wird. Das ist eben die Frage, wenn der Engage von Shook kommt und er quasi Xpecke töten kann, also einfach one-shotten und dann der Rest des Teams von Origin Shook tötet. Ich glaube, das 4 gegen 4 danach würde kommen, man muss gewinnen. Nee, natürlich, je nachdem, wie Gold verteilt. Ich habe jetzt auch gemeint, dass auf Xpecke vorher den, seinen Poke schafft. Wenn alle halt tot sind, wie beim letzten Deswegen, Spiel. Du musst gegen einen Varus hart engagen und mit einer Wenger Orianna Kombo kann das gut funktionieren. Weil dafür muss man erstmal Level 6 kommen. Genau. Wird das jetzt auch geschafft haben und nun ist die auch ganz wichtig, den Raptor. Ah, okay, er wollte die Stack. Ich dachte schon, warum ist er so zurückhaltend? Naja, man hat jetzt wahrscheinlich ein bisschen Nervosität, weil das Problem ist, wenn der Orianna-Ball plötzlich nicht mehr zu sehen ist, dann kriegt man natürlich auch ein bisschen Panik. Aber Shook müsste natürlich mit der Öffnung es schaffen, sofort die Bola zu treffen, um das Ziel festzuhalten. Das aber gute Rengers schaffen, das 99 von 100 Malen.
Du musst quasi, während er anspringt, schon flashen. So, du kannst nicht warten, bis du ihn siehst, um zu flashen. Dann ist die Bola schon in deinem Gesicht, sondern du musst wirklich präventiv versuchen, irgendwie das richtig perfekt zu timen. Ansonsten töten dich gute Ringgasse einfach ohne Probleme. Wobei das Cleanse von X-Packet da auf jeden Fall helfen wird. Ja. Ich jetzt inzwischen das Ausrufezeichen glänzen können. 220 Stacks, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist schon ordentlich. Also quasi doppelte Killanzahl. Also wenn du einen Kill willst, zwei Kills. Wenn du eine Ludo willst, dann musst du hier nur Botlane gehen. Ist gerade ganz alleine die Youngbug. Wenig Resistenzen. Oh. Das wird sehr schmerzhaft. Amazing kann hier einiges tanken. Pixie will helfen. Oh, das war stark. Aber es wird nicht reichen. Aber er wird immer noch im Team sein. Mitty hat zwar ordentlich Schaden bekommen, aber es bringt halt nichts. Youngbug ist tot. Das war vorhersehbar. Ärgerlich natürlich, weil sein kleiner Sidestep war nicht schlecht, aber Gragas hat halt so viel CC, deswegen ist er einer der stärksten Jungler. Drei Spells Sidesteppen, um irgendwie zu überleben. Ja, jetzt aber Schuck Level 6, geht hier in Richtung Toplane, wurde auch nicht von einem Ward gespottet, trotzdem. Schon noch an, wie er lang gelaufen ist, glaube ich, ja, da am Red Buff in der Nähe, ja, da ist er schon einer. Jetzt aber der Turm da eventuell in Gefahr. Ist das Thermostacks? Nein. Okay. Du musst die Äxte fangen. Ich glaube, oder, du kriegst lastet. Wenn du die Turm lastest, kriegst du, glaube ich, einen Stack, ja. Also du kriegst einen Stack fürs Lastet und einen Stack fürs Fangen. Und da die Äxte beim Turm ja nicht abprallen, kriegst du da auch keine Stacks. Aber ich denke, wenn du den Turm lastetest, bekommst du zumindest einen Stack. Also okay, richtig. Youngbug ist hier schon wieder dabei zu sterben. Oh, der Arme. Amazing lässt nicht von ihr ab. Diesmal hatte kein Ultimate zur Verfügung. Bauchhammer da, Teleport irgendwie noch genutzt. Einfach nur für den Overkill oder für den Tower. Kann natürlich auch sein. Zoe ist da zur Stelle. Hat ja auch schon vorher seinen Job gut gemacht, was das Pushen angeht. Raven Ultimate für den Wave Clear. Zack, fliegt durch die ganze Karte. Aber hat jetzt wenig erreicht. Botlane Turm wird, denke ich mal, fallen. Und sie kriegen. Nee, die lassen ihn sogar am Leben. Das ist nett. Amazing da wirklich sehr low. Wollten das da nicht riskieren. Und müssen sich jetzt auch demnächst in Richtung Toplane geben, weil sonst hätte Freeze hier einiges an Schaden anrichten können. So, aber. Youngbug mit 1 zu 3. Stats 1 zu 3 im Spiel. Also 100% Kill und Death Participation. Der ist da, wo die Action ist. Youngbug ist in jedem Team. Naja, bezogen auf die Items können wir nun bei Soren total verwaschenes Bild sehen. Also hat jetzt hier die Armschützer, um einfach nur ein bisschen auf den Schaden zu reagieren, aber er verzögert halt alles. Er verzögert Morellos, Athens, er verzögert einfach seinen Stab der Erzengel. Jetzt hat er einen Codex dazwischen gepackt, also es wird es Morellos werden, das ist halt das langsamste Bild. EU, XPG nicht schlecht gemacht, da kommt nochmal der Heal. Ist ja auch Mana wieder, was ein Vorteil ist. Aber ja. Schwierig. Sehr, sehr langsam. Das Problem ist auch, Schuck hat bisher kaum sich gezeigt, was Stärke angeht, aber Amazing eben nimmt Youngbug hier wirklich sehr gut aus dem Spiel. Trotzdem ist Amazing im Farm vorn. Also bisher wird Schuck hier definitiv outjungeln, muss langsam anfangen mit seiner Ult irgendwelche Plays zu machen. Im besten Fall kombiniert mit Freeze, der dann sich jetzt einen Kill schnappt. 300 Stacks sollten ohne Probleme kompliziert sein. Das ist gefährlich. Also da hätte gerade auch die Ult kommen, Ult kommen können. Weil Tengi ist ein Freeze nicht. Er hat noch Flash, um sich davon halbwegs zu befreien. Aber überragend viel bringen das nicht. Unlimited heilt ja auch noch gegen. Unsere Strehung tut auch das wahres Tür jetzt nicht so weh. Zack. Okay, es tut weh. Je nachdem, wie viel Rüstung man hat. Aber ja, der Schock, der plant seine Red Buffs ganz genau. Nimmt ihn jetzt auch mit. Spiel halt nach wie vor sehr träge. Origin versucht da die ein oder anderen Moves. Haben jetzt aber ihre Power Spikes. Trinity Force finden jetzt fertig. Also der nächste Drache wird schwer zu erobert werden für Kopenhagen Wolves. Gerade weil Soren auch jetzt wenig Schaden macht. Ja, er macht wirklich wenig Schaden mit dem Item. Geht jetzt also auf Träne, dann auf Sigars Arbeit und jetzt doch noch auf Morellos. Ja, es ist ultra langsam. Super irritierend. Aber, ja, im Late Game hat er seine Items dann. Normalerweise willst du auch ein Problem lösen. Entweder Cooldown und oder Mana, so ungefähr. Also wenn du dir die Träne holst, gibt es sehr viele, die auf erstmal sehr, sehr lange auf Athens oder Morellos verzichten. Ja. Weil sie sagen dann, okay, ich kann halt zwar nicht die Frequenz erhöhen des Spams, aber die einfach nur die schiere Anzahl wegen dem Mana-Pool. Naja, Schuck ist immer noch im Farmland. Level 7, ne? Noch nichts gemacht. Ja, und Amazing Level... Auch noch Level 7, aber sollte bei Level 8 sein. Dafür geht der T2-Turm hier auf der Botlane einfach ohne weiteres down. Also, Kopang Wolves hier lassen sich wirklich so ein bisschen herumschubsen. Zweiter Drache bald auch da, potenziell für Origin. Und momentan sehe ich nicht, wie die Wolves in der Lage sind, diesen Drachen zu verteidigen. Und ich bin mir nicht sicher, hat Schuck seinen Warrior schon fertig oder ist das gerade der Brutalizer für den Warrior? Es ist immer noch der Brutalizer für den Warrior. Also, es ist nicht der zweite Brutalizer.
Rache wird uns nun genommen, das wäre der zweite für Origin. Und sie spielen das eiskalt runter, als wenn sie allein im Game wären. Für sie kein Problem. Sehr, sehr sauber gemacht. Mit dem B kombiniert. Ist 4 prozentualer Schaden plus natürlich absoluter Schuck. Kann jetzt hier den Ward ausschalten und. Gibt es einen Rengar, der im Midgame hart zuschlägt? Du machst natürlich viel Schaden, du skalierst gut mit Items, aber. Und auch mit Level. Aber. Man sollte sich trotzdem daran orientieren, so früh wie möglich von Nutzen zu sein. Ja, lässt sich. Er hat den Vorteil, dass keiner wirklich von den Ultimate-Mitgliedern momentan auf Death-Items geht. Das heißt, es fällt ihm mit der Zeit nicht schwerer zu one-shotten. Wahrscheinlich sogar im Gegenteil, je nachdem, wie sein Item-Bild aussieht. Denn Warrior wird er da definitiv noch vollenden wollen, bevor er die One-Shots wagt, aber. Ja, das ist normalerweise der Grund, warum Rengar auch nicht gespielt wird in der LCS, weil er im Early Game so wenig Druck hat und der Ward ist natürlich super gut platziert. Den Ward. Und der ist einfach so random in der Mitte. Also manchmal ersetzt man Türme, Gefallene, durch Wards. Haben wir heute ziemlich oft gesehen. Aber es macht halt Schuck. Der Ward wird halt sowas hier das Leben retten. Schuck hat jetzt auch alle seine Stacks verbraucht. Oder hat jetzt halt nicht diese klassischen 5 Stacks. Und ja, kann jetzt hier nichts machen. Man wird halt beobachtet und Origin macht das wirklich sehr intelligent. Der Pink Ward da hat auch hier gesehen. Und sie kriegen halt einfach am Ende des Tages mehr Türme. Also auch der Toplane-Turm kriegt jetzt die Vasallenwelle voll ins Gesicht. Damit auch entsprechenden Schaden. Und das machst du halt 2-3 Mal, dann ist er weg. Aber man darf nicht vergessen, dieses Spiel kann sich innerhalb Sekunden einfach komplett drehen. Wenn Freeze hier einen Kill bekommt, dann sind das inzwischen wahrscheinlich gute 800 Gold, die er zusätzlich zum eigentlichen Kill noch bekommt. Und da kann ein Spiel ganz schnell mal in die andere Richtung kippen. Momentan macht Origin hier aber wirklich einen guten Job, dieses zu verhindern. Nils da auch absolut gleich auf im Farm, hat jetzt seinen Power Spike hier mit Trinity Force. Freeze muss sicher spielen, weil er diese Stacks nicht verlieren darf. Wenn er diese Stacks einmal verliert, dann ist das Spiel zwar nicht vorbei, aber ein Draven ohne Stacks ist einfach nur ein schwacher ADGL. Das ist auch der Grund, warum so wenig Leute in der LCS etc. Draven spielen, weil er sowas von riskant ist. Ja. Aber kommt man muss sich hier bewusst, dass sie gegen ein statistisch besseres Team spielen. Also ist etwas zu riskieren, auf keinen Fall die falsche Entscheidung. Aber sie sterben langsam. Die sterben einfach durch das globale Gold und teilweise durch die Farmerstunde zwischen Soas und Youngbug. Oh, die Chain wurde sofort entfernt. Das ist ganz wichtig. Du kannst halt, du wirst halt alles los mit einem Alistar Shockwelle trifft nichts, Fecke. Und jetzt warten wir auf die Katze, aber sie kommt nicht. Im Solo-Q wäre jetzt tot. Ja. Aber man sieht halt, Soren macht doch nicht wirklich hier Stand. Das war eine komplette Kombo. Das war QW-Ult auf einen X-Pack, der nichts an Death-Items hat. Wahrscheinlich nicht mal Magieresistenz dabei und er verliert knapp 2/3 Leben. Nur 42 hat er Magieresistenz. Also etwas, ja. Aber trotzdem. Aber am Anfang machen sich auch teilweise Schuhe bemerkbar, aber er geht halt dieses Mischmaschbild, was einfach erst 30. vielleicht 25. Minute reinknallt. Ja, nachdem, ob er sich jetzt hier einen Kill sichern kann oder nicht. Aber er ist im Farm vorn. Ja, das macht er nicht schlecht. Da gleicht er auch auf jeden Fall Youngbug so ein kleines bisschen aus, weil mit Lulu ist fast schon egal. Also Lulu, klar, wenn du 4 AP hast, ist super. Die Wardplatzierung ist so gut, die ganze Reihe. Also man will ja so ein bisschen aus den Schatten kommen als Rengar. Die ganze Zeit gesehen. Gibt keine Schatten. Ausgestellt. Als wenn sie einfach nur Fog of War deaktiviert hätten. Das ist für Schuck eine Katastrophe auf der einen Seite, weil er wird halt nicht. Seine Gangs sind nicht existent. Aber er farmt. Und bist du dir sicher, dass das der Brutalizer für Warrior ist? Weil das sieht mir ganz nach einem Yumus aus. Könnte das Ding umgehen, ja. Er hat also Warrior noch nicht. Hätte auf jeden Fall mehr Utility, aber. Kann vielleicht sogar noch den Glutkoloss gehen, wenn es total langweilig wird. Hier auf Trinity. Oder Ruf des Henkers. Oder Morellos. Oder Ruf des Henkers. Das war früher auch das Item auf Drill. Zack, zack, zack. Oh, jetzt ist er aktiviert. Schuck, halbes Leben. Will sich reinstürzen. Oh, amazing. Der muss doch vorbeirennen. Aber, okay. Wow. Super tödlich. Jo. Also er hätte, wenn Amazing das mitbekommen hätte, hätte er ihn ins Also Gesicht. Jetzt ist er für 2 Minuten Feierabend für Schuck. Ja. Das war die erste Ult, glaube ich, des Spiels von ihm. Sehr effizient. Wenn der Amazing ihn gesehen, wäre er gestorben. Ich glaube, er hätte mehr genug Schaden, gerade mit dem Challenging Smite. Ja. Wäre die Katze geplatzt. Er hätte ja seine 5-6 für Heal benutzen können vielleicht, aber bisher Schuck wirklich wenig nützlich mit seinem Rengar. Wenn er hier aber einen Kill für Freeze vorbereiten kann durch den Rengar-Pick, dann hat sich der ganze Pick schon gelohnt. Tja, Origin schuckt es einfach nicht, was er macht. Lol. Du flamest nicht.
Was? Dass ich meine Wortspiele jetzt schon auspacke. Das war ja kein Wortspiel, du hast einfach nur gelernt. Bad. Bemühe mich hier. Amazing, nun dabei, den Blue Buff zu einigen. Tian Schock beobachtet aber die ganze Situation. Jetzt kommt die Combo! Schöner Schaden hier auf jeden Fall, wow. Das tut weh. Warum hat er das nicht vorher mit der Ult gemacht? Gegen dich. Zack, Blue Buff nun genommen. Es war auch ein bisschen Soren dabei, muss man auch dazu sagen. Aua. Das tut auch nicht weh. Zack, was oh, hast du, Young Buck? Geht einfach voll ins Q rein. Da hätte auch gerne mal die Varus-Ult folgen können. Ja. Aber warum ulten, wenn die Qs mehr Schaden machen? Der Cooldown ist auf jeden Fall super hoch. Hm. Deswegen finde ich Varus tausendmal besser als Jace. Er macht genau das gleiche. Weil du mit Jace mehr Burst hast, du hast mehr All-In-Potential. Aber halt nur einmal im Monat. Und wenn du dich halt fünfmal treffen lässt, ist halt doof. Das stimmt. Aber ist der Rat ist vom Q von Varus um einiges kleiner. Und du musst es halt hochchargen. Das heißt, die Gegner haben Zeit, darauf zu reagieren. Im schlimmsten Fall, ja. Aber nicht, wenn man da reinrennt oder hier einfach halbiert. Details. Oha, das war ziemlich random. Das war Schaden. Das ist das Problem, du musst mit Varus ja nicht mal töten. Du musst sie einfach nur poken, sodass sie keine Objekte contesten können. Und genau das ist hier gerade der Fall. So war sogar auf der Top-Lane. Also man nimmt sich hier den Drachen jetzt zu viert. Sören vielleicht mit dem Stil. Aber sie machen das wirklich zu viel raus. Vielleicht Flash-Ult. Ja. Ich glaube, Nea geht in den Ball nicht ran. Gut. Dritter Drache. Origin sehr schnell. Machen das unglaublich simpel. Freeze mit 280.000 Stacks. Der kriegt dann sofort Infinity. Aber, ja. 11 Barons. Also, ich muss sagen, es ist halt. Also, entweder sind Top-Teams, die viele Barons haben, und Rocket. Ja, ja, aber meistens sind diese Teams momentan noch am Gewinnen. Origin ist, wie du schon erwähnt, mit 13-0 Drachen. Varus einfach der Object-Contest-King schlechthin. Wie gesagt, poke die Gegner raus, hindert sie daran, überhaupt irgendwie da hingehen zu können. Und Freeze wahrscheinlich jetzt mit knapp 600 Stacks dabei. Oh, der wird sich die Finger lecken. Aber bisher, Origin spielt das so sicher runter. Lassen Freeze auch nirgendwo die Möglichkeit, sich Kills sichern. Also, es ist bisher unmöglich für Freeze hier seine Stacks abzubauen. Und wenn Origin das weiter so runterspielt, dann werden die Wolves ja auch nicht wirklich viele Chancen haben, zurück ins Spiel zu kommen. Wobei, sie sind halt noch im Spiel. Wenn man jetzt bedenkt, wenn man die ersten Tage bedenkt, wo Origin wirklich einfach nur rasiert hat, dann ist es moralisch gesehen für Kopenhagen Wolves schon ein gutes Statement, dass sie jetzt noch im Spiel sind. Es ist ein Goldabstand da. Mit 3000 ist auch nicht wenig, aber er lag halt auf Türmen. Und Türme verteilen sich halt über jeden Champion. Und wenn da halt ein Support auch so viel Gold gibt, dann ist das nicht so schlimm. Schuck nur mit der Ultimate. Pixie ist auch dabei und... Und, ah, oh, die Pola sitzt, njam, 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 njam. Kann ihn da schon mal einen guten Schaden zufügen. Er heilt sich so gut, wie es geht, dagegen. Und Schuck, wow, der wird auseinandergenommen. Ist da zurück. Und sowas kommt weg. Hat nicht mal einen Thumbnail benutzt. Hat noch Flash. Das war echt wenig. Wow. Richtig schön gemacht. Geht hier wirklich auf Ghostblade. Er hat alles und nichts irgendwie. Sogar ausgebaute Schuhe, Cooldown Reduction Schuhe für mehr Ults. Haben alle gerade, ist gerade sehr beliebt. Noch vier davon im Spiel. Jetzt fehlt nur noch die CDR Vayne. CDR Draven. So, Schuck nun zur Stelle. Hat wieder die Kugel auf dem Schädel. Ult auch ziemlich bald wieder da. Das machen natürlich die Schuhe möglich. Das ist genauso. Also, ich glaube, er wird bestimmt bei 30 sogar sein. Bei 30 Cooldown Reduction, wenn nicht sogar mehr. Also, muss da nicht lange warten, ehe er wieder diese Ultimate verwenden kann. Aber wenn sie einmal... Es ist ja auch ein Statement, dass sie einfach nicht funktioniert hat. Ne? War es natürlich sehr unangenehm. Vor allem gegen eigentlich den Squishy. Sowas hat ja kein Death-Item. Natürlich, seine Ult macht ihn um einiges tankier und sein W auch, aber normalerweise ist Echo so ein One-Shot-Kandidat. Und ja, Fnatic Black fängt den Baron an. Kopenhagen Wolves, Gambit Blue. Muss jetzt hier auf jeden Fall versuchen, da irgendwie nachzuziehen. Unlimited. Oh, der ist da drin, aber hat sich ganz geschafft. Schöne Draven-Ult hier. Aber Schuck gut jetzt gedacht. Da. Amazing zieht sich da mit dem und Fass Freeze, zurück. Der will den Kill. Ah, der ist gierig. Ja, da kommt sofort der Call. Nein, 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 nicht kämpfen, zurücklassen. Freeze hier kein Kill mehr. Weil selbst wenn Origin jetzt 5-1 hier tradet und dieser eine Kill auf Freeze geht, ist es, was das Gold angeht, ein machbarer Trade für die Wolves. Das ist ja das Irritierende. Oh, schöne Ult. Jetzt die Draven-Ult wäre natürlich super. Aber es hätte, glaube ich, nicht mal gereicht, oder? Ja, erst doch, Level. Es hätte Level 12. Also, es könnte vielleicht. Hier hat jemand für Items, das habe ich gar nicht gesehen. Wenn er schon seinen Last Whisper hat, er geht doch auf Yumus, okay. Finde ich interessant, wenn man keine Kills hat, trotzdem auf Yumus zu gehen. Links noch ein bisschen Bonus-Gold. Das ist durch das Item, was man auch wirklich hat.
verliert er die Hälfte der Stacks, wenn er stirbt, oder? Das ist schon viel, ja. Das ist halt brutal viel. Weil sonst hast du ja keine Passive, ne? Das ist halt das Ärgerliche. Bis jetzt hat er noch keine Passive. Außer, dass er gezwungen wird, dort so hin zu laufen, wo er über die Axt hinfliegt. Nimmt sich jetzt hier den Red Buff. Der hätte keine Chance gehabt. Aber naja, bin gespannt. Also, es ist ein sehr, sehr damage-orientierter Rengar. Direkt aus dem Solo-Queue in die LCS importiert. Gefällt mir aber ganz gut hier, wirklich, den ganzen Verhalten. Bisher auch sehr nützlich gewesen. Nee, aber von der Theorie her schon. Origin spielt das nur super sicher runter. Also, wenn ihr mal einen Guide sehen wollt, wie man gegen Rengar in Solo-Queue spielt, dann sollte Origin hier euch das Beispiel schlechthin zeigen. Macht das wirklich richtig schön. Aber konnten sich jetzt auch lange keinen größeren Vorteil mehr schnappen. Da sind jetzt schon seit gut 10 Minuten 3000 Gold vorne uns zu rennen. Ja, wir haben ihn gerade gesehen. Der bekommt jetzt auch so langsam aber sicher seine Items. Hat jetzt beide Mana-Stückchen fertig. Also Morellus und dem, ja, die Umarmung des Seraphen. Wird höchstwahrscheinlich, naja, er kann jetzt in viele Varianten gehen. Voidstar wäre gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung. Oder er finisht das Sonias. Alles möglich. Oh Gott. Jetzt ist er weg. Man will einfach diesen Kill haben. Der Pfeil hat niemanden getroffen. Sie versuchen wieder den Baron zu machen, ne? Der Baron, ich habe gehört, der Baron macht richtig viel Schaden im Team. Die werden auch beobachtet. Und kommt mal ein gutes Wort, glaube ich, nur darauf, dass irgendwas passiert. Schuck, jetzt kommt die Kugel. Wo ist die Kugel? Beschleunigung ist da. Whimsy mit dem Shield. Aber das Ausrufezeichen wurde gesehen und man zieht die sofort zurück. Zack. Oh, die hat getroffen. Er muss sofort die Counter-Ulter setzen. Freeze! Die Chain of Corruption hat ihn noch getroffen! Oh mein Gott, die Stacks! Die armen Stacks! Das waren gut 300 Stacks, die gerade flöten gegangen sind. Also ich würde jetzt den Surrender Vote einleiten. Oh mein Gott. Er hätte vorhin wegflashen können, er hat nicht damit gerechnet, weil logisch denkt man ja auch, okay, Alistar wird geultet, er ultet selbst, also ist die Chain of Corruption weg, aber dem ist nicht so. Wenn du daneben stehst, dann wirst du trotzdem gesnared. So, nun also Freeze hier draufgegangen. Glücklich sieht er auf jeden Fall nicht aus und ja... Sofort der Baron hier angegangen von Origin. Man versucht den nicht mal irgendwie zu verteidigen. Also das ist halt jetzt wieder... Ja, Fnatic Black wird jetzt wieder snowballen. Und das ist halt so ein richtig großes Problem für Kopenhagen Wolves, weil es ist immer sehr, sehr viel Gold, was auf das Konto transferiert wurde. Das ist das eine. Und man ist ja eh noch stellenweise vorne. Aber hier sehen wir es nochmal, ne? Schuck mit der recht wagemutigen Eröffnung, die aber aktuell hier nicht zündet, denn die Teams sind nicht dumm. Jetzt sehen wir da kommt Chain. Und er macht jetzt hier unten. Da sehen wir noch dieses kleine Bändchen. Zack, Free wird getroffen. Schöner Engage, aber auch von Amazing. Nutzt das da schamlos aus. Ultimate von Orianna sitzt zwar auf Nils, aber das ist relativ egal. Und ja, diese Stacks wären mal ein Instant Last Whisper gewesen. Jetzt sind sie nichts. Das ist ein Instant Everest Blade. Instant Pot. Scheiße, Instant Pot kann ich nicht toppen. Naja. Sehen wir schon, dass jetzt Origin mit dem Buff natürlich ohne Probleme machen kann. Auch so ist, will sich jetzt keiner 1 gegen 1 anlegen. 40 mehr AP und AD. Jetzt Schuck, vielleicht kann man jemanden catchen hier. Oh mein Gott! Weder die Bola noch die Schockwelle. Unlimited geht auch einfach sinnlos rein und stirbt ohne Ult. Eieiei, die Nervosität. Kopenhagen Wolves auf dem Rückzug. Soren, den ganzen Schild mit einer Rakete weggeblasen. Schuck getroffen. Die Chain of Corruption macht sich so bemerkbar. Die Riesenkatze stirbt. Trotz der Lude Ultimate. Die werden jetzt hier vielleicht sogar versuchen, das Spiel zu beenden. Also man hat Baron Minions. Na, nee, wahrscheinlich nicht. Wird zu riskant sein. Man nimmt sich den Inhibitor, zieht sich zurück. Hat ja immerhin trotzdem drei Drachen. Wobei Wolves in der Lage war, einen Drachen zu holen. Also da das Schicksal so ein bisschen verzögert. Aber nun Origin 8000 Gold vorn und ich denke... That's over. Das ist gegessen hier für die Wolves. Somit also... beendet Young Buck mehr oder weniger seine Karriere bei den Bulls mit einer 0-2 Woche. Nicht der beste Abgang. Ja. Das ist nicht schön. Und auch nicht gut. Farmunterschiede auf der Top-Lane sind halt verheerend, wirken sich halt auch aufs Itembild aus. Und Schuck seine Effektivität, Full Damage Rengar. Trifft keine Ult. Keine. Also doch, auf so ist er da eine gelandet. Aber der hat einfach gegengeheilt. 2 gegen 1, wohlgemerkt. Das ist eine Tragödie. Einzige Möglichkeit zurückzukommen, entweder es wird wirklich einer mal gepickt. Oder Wombo Combo. Aber selbst dann wird es schwer. Wir sind jetzt so weit vorn. Draven hat seinen Last Super zwar fast fertig, aber wenn man das mal mit den Items von Nils vergleicht, der hat hier. Weiß jetzt mal den Engage Freeze ohne Flash. Amazing, nicht mit der Ult.
Breeze, bester Disengage. Beide wegstoßen. Aber muss bedenken, dass da natürlich Righteous Glory jetzt auch nicht den höchsten Cooldown hat. Also darauf zu warten, ist keine Tragödie. Man hat ja nur noch einen Talisman, der zwar etwas weniger Movement Speed gibt, aber trotzdem sehr, 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 sehr stark ist. Und ja, Baron nun abgelaufen. Das heißt, die Vasallen kann man auch mit einer Orianna nun sehr, sehr gut vernichten. Aber dann kriegt halt immer wieder die Qs von Expect. Man muss vor allem auch gefährlich weit nach vorne gehen, wie du gerade angesprochen hast. Die Expect-Qs werden da schmerzhaft sein. Turm kann sich aber noch ein bisschen halten. Youngmark verliert hier zwei Drittel Leben. Schuck ist unterwegs, wird hier aber weggepustet. Miffy, oh, die Schockwelle ging ins Nichts. Chain of Corruption hält die ganze Backline fest. So, es geht hier einfach mal durch. Ultet jetzt, um wieder zurückzukommen. Unlimited hat das Ganze doch überstanden, was man von Youngbug nicht sagen kann. Ist mit der Ultimate wohlgemerkt gestorben. Freeze macht einfach keinen Schaden. Natürlich Orianna ult in nichts, war nicht unbedingt hilfreich, aber so zweiter Inhibitor und könnte sein, dass man jetzt sogar versucht, das Spiel zu beenden hier. Man hat zwei Seiten, die gerade am Pushen sind und ja, das will man jetzt hier vollenden. Ein Turm wird angegriffen, kann hier aber bisher noch verteidigt werden. Schöner geht schon an Limited. Aber er hat keine Ult mehr. Freeze macht vor allem auch keinen Schaden, er hat keine Items. Jetzt nur noch Rengar und Draven hier am Leben und dieses Spiel wird gegessen sein. 1:9 Set, super souverän gespielt von Origin hier, dem Draven überhaupt keine Chance gelassen, irgendwie ins Spiel zu kommen und die Wolves, ja, weiterhin schwach. Jetzt ist derjenige, der das jetzt beenden möchte. Es werden doch ein paar Kills geschnappt, aber am Ende ist es doch vorbei. Origin gewinnt das Spiel, trotz eines sehr, sehr langsamen Starts.